So, willkommen zu Paintball, das Spiel beginnt. Wir sind Team Rot. Die Map wurde auch umgebaut, ein bisschen von Zombie, später nochmal im Nachhinein. Ich renne da gerade nebenbei, weshalb ich hoffentlich nicht zu arg heftige Lags habe. Wir können sowas wie Snipern holen, Stand-MG und Flashbang und Granaten und total viel Auswahl gibt's da. Könntet ihr zum Beispiel ganz viele Paintballs kaufen und dann, sag ich mal, eine Pumpgun dazu. Wir sind Team Rot und die Gegner sind die Blauen. Und das Coole ist, an dem Shotgun, da können wir ganz viel schießen. Und zwar enorm viele Schneebälle auf einmal, wie ihr seht. Und ja, es lag gleich. Ich glaube, nach dem Match beende ich mal kurz das Rennen dann. Oder ich stelle was um, weil sonst das lag, das ist sehr doof. Das geht ja doch nicht, das geht ja. Und das ist halt auf Tommy Server nochmal, wie ihr schon erwähnt habt. Und wir sind draußen. Ah! Da sieht man halt eine KD an der Seite. Erkläre ich das mal kurz in der Lobby. Man sieht rechts eine KD. Das heißt Kill to Death. Man hat zwei Leben. Immer zwei Leben. Und wenn dann die Person tot ist, mit seinen zwei Leben, dann ist man tot. Ist irgendwie logisch, ne? Und dann wartet man in der Lobby, bis das nächste Spiel anfängt. Und wenn man tötet oder gewinnt, kriegt man halt Cash. Und mit dem Cash könnt ihr euch im Shop dann Upgrades kaufen, ne? Und es gibt da noch Points und all sowas und Ränge und das wird später noch weiter ausgebaut vom Schlingel, soweit ich das weiß. Und hier sieht man dann halt noch, wer gerade noch spielt. Mein Hals. Noch zwei rote und halt der Rest blau. Und wahrscheinlich gewinnen dann die blauen. Und je nachdem, welches Team gewinnt, gibt es dann auch nochmal Punkte oder Cash. Das ist irgendwie alles logisch, wenn man sich das so überlegt, ne? Wisst ihr jetzt erstmal Bescheid? Ich habe euch jetzt aufgeklärt. Hi, Mr. Mo. Ne, hallo. Und das spiele ich gerade auf Zomfort. Nochmal so als Erinnerung: hg.zomfort.fickmich. Das ist der Server. Und you have lost. Oh, jetzt müssen wir nur warten. Bis das nächste Match beginnt. Und das ist in 20 Sekunden. Aber ich habe euch jetzt soweit alles erklärt, schon mal Wichtiges. Ne? Und jetzt wisst ihr Bescheid. Und ihr seht halt die Map. Wie gesagt, diese Wege hat Zombie nochmal extra alles ausgebaut. Das, was ihr da hinten so seht, diese Brücken. Und dahinter kann ich auch ducken und verstecken. Und die gehen wir jetzt auch mal lang, die Brücke. Weil ich da meist immer lang gehe. Nicht immer, aber meist. Und da unten könnte man sich auch battlen. Im Prinzip die ganze Fläche da unten. Oh oh, oh oh. Ich bin so tot, ne? Von wo? Von wo? Von wo? Das ist doch lame. Wir nehmen mal die Sniper. Dann können wir besser, dann können wir nicht nur zoomen. Dann schießen wir auch tatsächlich geradeaus. What the fuck? Von wo wurde ich jetzt gehittet? Einfach so random, ich werde gehittet, bin tot. Als ob mich auch so in der Entfernung treffen können. Das ist doch jetzt unlogisch. Ich war gerade am Kaufen und gucken und... Ey, nee. Uncool. Uncool. Und ab geht wieder die Luzi hier. Oh Gott. Jetzt. Ah! So, wir können uns doch plötzlich Sachen kaufen, aber ich bin immer eher geizig, deswegen spielen wir mal normal eben nochmal. Er hat nur noch 4. Von. Ich steck fest. Ja, ich. Das ist doch lame. Ich fühle mich verarscht. Das ist doch scheiße. Die hitten mich dann da immer so gemein. Ich hab hier nur ein Leben, ey. Das ist doch lächerlich. Das ist echt lächerlich.
Jetzt mal ehrlich. Mich könnt ihr aus der Entfernung treffen, so ganz locker, aber wenn ich das mache, dann nicht, ne? Das wäre nur wirklich unfair. Jetzt muss ich voll aufpassen, dass er nicht verreckt direkt. Wo ist der hin? Na toll. Granate. Ha! Nein! 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 Ey, ich bin so schlecht momentan. So, da sind wir wieder zum nächsten Paintball-Match. Wir gehen jetzt mal den Hinterausgang. Hey! Und gehen unten lang. Das finde ich ein bisschen besser jetzt gerade, als immer oben dann da. Vor allem, weil man ganz erotisch von hinten kommen kann. Wenn man sich nicht doof anstellt. Das ist immer der die Voraussetzung. Und das doof anstellen kriege ich ja nicht immer so hin, wie ich möchte, ne? So. Ich fick euch jetzt. So. Dum, dum, dum. So, jetzt haben wir ziemlich viele getötet schon. Noch ein. Aua, er ist vor mir gelaufen, genau. Danke. Es ist sehr clever, vor jemanden zu rennen, immer. Wir müssen mal aufpassen, dass wir uns nicht direkt nochmal töten. Aber die Runde haben wir wieder ein paar getötet, auf jeden Fall. Ziemlich gut wieder. Vor allem, weil es auch von hinten war. Aber man muss ja auch schließlich taktisch vorgehen und nicht nur wie ein Behinderter raufgehen. Ah! Ja, hier bin ich ja ein bisschen sicher. Aber leider nur ein bisschen. Das sind ziemlich viele, ne? Weil es viel mehr Blauer gibt. Ach verdammt, ja, war klar. Es sind einfach viel zu viele Blaue da gewesen. Man hätte keine Chance gehabt. So, weiter geht's erneut. Oder nochmal. Diesmal sind viel mehr Leute da. Wir kaufen mal zwei Tourette teuer. Die sind teuer, ja. Die kaufen wir teuer. Und stellen die da hinten auf bei den Gegnern. So, jetzt fightet. Bam, 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 bam. Okay, so. Ich habe ja meine Tourettes da stehen. Das war ja auch mein Ziel. Die fighten für mich da unten ein bisschen. Während wir von hinten jetzt dann da ein bisschen Angriff machen. Nee, 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 nee. Aber die sind leider ein bisschen teuer, die Tourettes. Das ist immer das Problem. Ich höre sie da mal ausschießen. So, den hätten wir. Oh, das war knapp. Wir sind fast tot. Wir sind wahrscheinlich jetzt so gut wie tot, wenn einer von oben jetzt kommt. Stopp, 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 stopp. Oh oh. Wie viele leben denn noch Blaue? Genug.
Und ich habe Angst hochzugehen. Wenn die schlau sind, dann gehen die auch von hinten. Dann kommen sie da runter. Und nur wenn die schlau sind, ne? Na, ich muss weg da, ich habe nur ein Leben. Das ist mir zu tödlich. Oh oh, oh oh. Wo sind die da noch? Sind die da noch? Ja. Ah, das ist echt das Schwere jetzt mit einem vertappten Leben. Also ich muss nur einmal getroffen werden, das ist mein Problem. Was, hier haben auch nur noch zwei Stück und die sind wahrscheinlich da oben. Aber wo da oben? Oder sind die schon mittlerweile tot? Ich glaube nicht. Ich frage mich, wo die sich verstecken. Aber wer weiß das schon? Naja, doof gelaufen. Also das ist jetzt richtig doof gelaufen. Diese blöden Arschgeigen verstecken sich irgendwo. Aber wo, weiß ich leider nicht. Überall rote von uns. Es leben auch nur noch ein blauer, ne? Und wer weiß, wo der sich versteckt. Ja, die Map ist halt auch ein bisschen groß, ne? Unter Wasser, in der Höhle, man weiß es ja nicht. Im Wasserfall, es gibt so viele Orte. Was verfolgt er mich? Ist der doof? Wo kann der nur sein? Steht hier nirgends leider. You have won. Jetzt haben wir gewonnen, weil wir die Größten sind. Oh yeah, like a boss. Wir haben wieder gut Geld dazu bekommen. Wir haben auch eine gute KD von 122%. Das heißt, wir haben mehr getötet als gestorben. Ja. Ne? So muss das. So, letzte Runde. Und dann ist der Part auch schon leider vorbei. Aber wir werden direkt den Weg nach unten nehmen. Wow. Dann müssen wir noch die Gegner finden und dann mit Schneebällen in den Hintern schieben. Gehen hier ganz schnell hoch, dann haben wir es auch gleich. Dann können wir ein bisschen töten, ein bisschen töten. So, den hätten wir erledigt. So, wieder gut getötet. 3, 4 Leute um den Dreh, ne? Kommt hin. Ich schätze schon, ja. Es waren ein paar. Ich gucke halt immer nach unten, ob ich da irgendwo welche sehe, irgendwas, irgendwo. Aber ich weiß ja nicht, wo die Gegner immer sind, auf dem Klo. Ich habe auch keinen gefragt oder so, das ist das Doofe. Nur 33 Bälle. Oh, schnell weg. Wir haben auch nur noch wenig Leben. Solche Arschgeigen. Holen uns mal eben schnell Bälle, ja. Ich genau weiß, dass man
Bam! Wir haben alles erledigt. Ah, schön. Wir haben so viel getötet. Jetzt ist meine KD wieder hochgestiegen wie sonst was. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und tschüss.